Das Schleswig-Holstein-Magazin. Unser Land, unser Programm. Unsere Themen heute: Windmacher. Fließen Geld oder Sachspenden für die Errichtung von Windkraftanlagen? Knochenarbeit. Nach dem Fund menschlicher Knochen in einem Garten in Schulensee prüft die Staatsanwaltschaft NS-Verbrechen. Und Gottesdienst. Soll Gott wieder in die Verfassung? Heute startet eine Volksinitiative dafür. Guten Abend, herzlich willkommen zu einer neuen Woche mit dem Schleswig-Holstein-Magazin. Mit Windenergie lässt sich viel Geld verdienen und daher bemühen sich Windkraftunternehmen auch immer darum, neue Standorte für ihre Anlagen zu finden. In der Gemeinde Stangheck im Kreis Schleswig-Flensburg wollte ein Potsdamer Unternehmen 6 große Windenergieanlagen bauen. Seit 2009 liefen die Planungen. Aber in Stangheck entschieden sich die Gemeindevertreter gegen diese Pläne. Obwohl ihnen das Potsdamer Unternehmen nach Recherche der Kieler Nachrichten anscheinend eine Menge Geld für ihre Zusage geboten hatte. 80.000 Euro pro Windrad bot die Firma Lorica der Gemeinde Stangheck an für den Fall, dass man sich dort für einen Bau der 6 Windräder entscheidet. Wörtlich heißt es in einem Angebot des Unternehmens, damit ergibt sich eine gesamte einmalige Zahlung von 480.000 Euro, wenn alle geplanten Windenergieanlagen errichtet und in Betrieb genommen werden. In anderen Ländern nennt man sowas Korruption. Ob das hier so ist, kann ich nicht beurteilen. Ich denke, das ist tatsächlich etwas, wo die Behörden mal nachgucken sollten. Das muss nicht sein. Das sollte man auch nicht, auf die Ebene sollte man sich nicht begeben. Das Unternehmen weist diese Vorwürfe zurück und lässt über einen Anwalt mitteilen, dieser Vertrag sah eine finanzielle Entschädigung als Gegenleistung für die Inanspruchnahme der Flächen vor. Insbesondere bot Lorica kein Geld als Gegenleistung für eine Zustimmung oder positive Beschlussfassung. Die Summe erscheint als Flächennutzungsgebühr jedoch ungewöhnlich hoch. Er wollte sicher, dass eine schnelle Entscheidung getroffen wird da im Dorf. Vielleicht nur der Gemeinderat, keine Ahnung, aber die Einwohner sollten sicher gar nicht mit einbezogen sein, weil es ist ja auch mühevoll. Man muss, wenn man die Bürger mitnehmen will, dann muss man Versammlungen machen, man muss Postwurfsendungen machen. Die müssen ausreichend informiert werden, das kostet Zeit. Der Vertrag kam nicht zustande. Dennoch beschäftigte sich im Februar auch die Rechtsabteilung des Kreises Schleswig-Flensburg mit den Zahlungsangeboten. Das Ergebnis, eine solche Vereinbarung wäre wahrscheinlich sittenwidrig gewesen. Ja, Stangheck, es ist jetzt nur ein Fall, über den diskutiert wird. Anscheinend versuchen Windkraftunternehmen häufiger, den betreffenden Gemeinden ihre Baupläne schmackhaft zu machen, mit sehr unterschiedlichen Angeboten. Neunkirchen, Dithmarschen. 1000 Menschen leben hier mitten auf dem Land. Nur 15 Autominuten bis Heide, doch für Schüler und Rentner ohne Auto sehr weit. Viele wünschen sich hier einen Bürgerbus, der die Menschen regelmäßig fährt. Das hat auch ein Windanlagenbetreiber gehört, der am Ortsrand vielleicht mal Repowering-Anlagen aufstellen möchte. Da wurde dann vorher ein Angebot gemacht, dass von den Windkraftbetreibern ja ein Bus gesponsert werden könnte, der so als Gemeindebus da rumfährt, die Schulkinder einsammelt. Windkraftanlagenbauer locken Gemeinden immer wieder. Kuno Veit beobachtet das schon lange, wie sie vor wichtigen Abstimmungen und Entscheidungen versuchen, die Bürger auf ihre Seite zu ziehen. Und das hören Sie auf jeder Veranstaltung, wo ein neuer Windpark vorgestellt wird. Da wird immer um Geld geredet, was auf irgendeine Art in die Gemeinde kommt. Ab von der Gewerbesteuer, also zusätzlich zur Gewerbesteuer. Bürgermeister und Gemeinden sind in einem Dilemma. Ihre Kassen sind leer. Spenden immer willkommen. Aber sie wissen auch, die Spender aus der Windkraftwirtschaft sind nicht ohne Grund so großzügig. Sobald es geht um, wir kaufen euch ein Feuerwehrfahrzeug, allgemeine Infrastrukturabgaben, falls ihr mal Geld braucht, all solche Sachen, da sind wir in der Tat schon im Bereich der Korruption. Denn Gemeinden dürfen nur Geld und Sachleistungen annehmen, wenn sie mit der Windkraft besonderen Aufwand haben, zum Beispiel Zufahrtswege bauen müssen. In Neunkirchen wäre das wohl nicht nötig. Daher wissen sie hier nicht genau, was aus dem Bürgerbusangebot der Windkraftfirma wird. Naja, das wird natürlich auch so aufgenommen, dass ein Teil sagt, ja, ist doch gut, lass das so machen. Und ein anderer Teil sagt, wieso, wir lassen es doch nicht kaufen. Sie sind vorsichtig in Neunkirchen. Und bei einigen Angeboten aus der Windkraftbranche scheint Vorsicht genau richtig zu sein. Anfang März.